Das Greifentor gehört uns. Wunderbar. Ganz, ganz großartig. Vier solcher Tore gibt es hier, die den inneren Ring des Kontinents von dem äußeren trennen. Einen haben wir uns jetzt geholt. Ein weiteres dieser Tore. Zwei gehören damit uns. Zwei bleiben übrig. Wollt ihr euch das mal anschauen auf der Karte? Können wir gerne machen. Und rauf und einmal gedreht. Von Nord nach Süd, es gibt diese vier hier. Es gibt die zwei im Norden, das hier gehört uns nicht, das gehört den Dunkelelfen, dem Reich Geißel des Keine. Mit ihnen haben wir ein überraschendes Friedensabkommen geschlossen in der letzten Folge. Das bedeutet, dass die uns erstmal kurzfristig nicht angreifen werden. Auf Dauer gibt es natürlich Mord und Totschlag mit denen, denn Hoch- und Dunkelelfen, die sind ja wie Katze und Hund. Und das Tor hier, das ist das zweite, das gehört unseren friedlichen kleinen Nachbarn, den Nagartyr oder Nagarüte. Die haben hier eine Siedlung, die haben dort eine Siedlung und die haben diese hier auf dieser kleinen Insel. Das ist übrigens die Hauptsiedlung einer Provinz, die hier ansonsten auf dem westlichen Rand des Kontinentes liegt. Und die beiden anderen Tore, die haben wir ebenfalls in unserem Besitz, die kann ich euch auch wieder aus der Nähe zeigen. Hier übrigens ein furchtbarer Sturm, der herrscht westlich des großen Mahlsturms hier. Mahlsturms, genau, westlich des Mahlstroms, ein Mahlsturm hier. Ganz, ganz furchtbar. Also hier gehören zwei Tore jetzt uns, das Greifentor gerade eingenommen und das Adlertor. Es gibt einzelne, die hier teilweise noch Tor heißen, wie hier Tor, Setai oder wie auch immer, aber das sind faktisch die einzigen vier Tore, die wirklich, wo es wirklich Zugänge gibt, Übergänge gibt über dieses große Gebirge, was halt den inneren Ring des Kontinentes und den äußeren voneinander trennt. Wie gehen wir weiter vor? Wir marschieren natürlich weiter vor zu unserem Feind, dem Feind entgegen, dessen Siedlungen, das ist das kleine Reich der Tiranok hier, wie eine Perlenkette aneinander aufgereiht liegen, die Inseln der Erlösung, das Hohe Tal und wie sie alle heißen mögen, Richtung Süden. Hier haben sie übrigens eine kleine Armee. Shakara führt die Armee an, reiten die ganz allein auf das Adlertor zu. Wie soll denn das gut gehen? Dass wir die Nirnummer einnehmen, schaut euch mal diese mächtige Garnison an. Wir wissen ja auch, diese Tore sind unglaublich schwer einzunehmen. Haben wir uns noch nicht in 3D angeschaut, aber es ist so. Garantiert. Ich schwör. Viel können wir ja im Augenblick nicht machen. Tyrion heilt aus mit seinen Mannen. Er hat das Greifentor zusammen eingenommen mit Gil'galion, dem ehemaligen Herrscher von Illyrion, der sich uns mittlerweile ja angeschlossen hat. Dessen Truppen heilen noch ein wenig aus. Und dann Bel Eternel. Den ziehe ich mal ein kleines bisschen vor. Richtung Westen. Was ich gern gewusst hätte, ob wir eventuell... Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ob wir Jorna da... der heilt ja hier etwas schneller die Truppen von Tyrion aus. Aber die heilen auch so ganz gut aus, weil sie in der Stadt stationiert sind oder in einem Tor. Ob wir den solo rausziehen können hier rein. Ob das funktioniert? Da glaube ich nicht genug Bewegungspunkte für. Das reicht. Na, ich glaube, das klappt nicht. Ich lasse es sein. Und ihn hier hinten wiederum, den braucht man, glaube ich, vorne nicht unbedingt. Den ziehe ich mal wieder ein Stück Richtung Richtung Süden. Genau, Richtung Süden. Der kann dann entweder hier das Reich, hier die Pforte schließen. Hier sind ja die ganzen Feinde, Kaledor und wie sie alle heißen. Oder er kann dann anfangen, hier im Süden die ganzen Inseln abzuklappern und die Schiffswracks, die es hier auf hoher See gibt, hier liegen gleich mehrere. Also Beta Eternel mit seinem kleinen Stoßtrupp ziehe ich wieder Richtung Süden. Hier ist eine Straße. Kommt er bis auf die Straße? Ja. Guter Mann. Da kann er bleiben. Dann gibt es verschiedene Fähigkeitspunkte, die wir zuweisen müssen. Zum Beispiel Tyrion, unser Herrscher, hat einen, den gebe ich ihm mal für sein Reitpferd, damit er in der Schlacht schnell unterwegs ist. Das feinste Ross Illyrions, auf ihm kann Tyrion die wimmelnden Horden beinahe alleine in die Flucht schlagen. Wie diese historische Botschaft uns verheißt. Da ist aber noch jemand mit Fähigkeitspunkten. Ja, Malhandir heißt sein Reittier. Können wir später sehen, wenn er rausgeritten kommt aus dem Tor und... Gil'galion, der ehemalige Herrscher von Illyrion, der hatte auch einen Fähigkeitspunkt. Marschierer, ganz klar, Bewegungsreichweite auf der Kampagne erhöht, dann kann er mit Tyrion mithalten. Erlass verfügbar, der betrifft hier Greifentor. Das sorgen wir doch mal glatt für. Mehr Wachstum und geringere Baukosten für alle Gebäude. Alternativ könnten wir für eine Runde dafür sorgen, dass unsere Armee hier schneller rausmarschiert kommen.
Aber ich glaube, das sind nur noch wenige Meilen bis zur Landesgrenze oder bis zur Regionengrenze. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Da machen wir dann doch das hier mit dem Wachstum. Wir haben immer noch ein großes Problem mit der öffentlichen Ordnung, aber ich zeige euch mal etwas, was vielleicht eure schwachen Nerven beruhigen könnte. Zum einen können wir in 5 Runden den Ritus Anrufung von Asurian durchführen. Danach steigt die öffentliche Ordnung, wenn wir das wollen, um 4 pro Runde an, für 5 Runden, immer was viel, viel wichtiger noch ist. Nur noch 2 Runden lang haben wir die Beziehungsstrafe von minus 40 gegenüber allen Hochelfen pro Runde und ebenfalls nur noch 2 Runden lang öffentliche Ordnung minus 8 und bis dahin halten wir irgendwie durch. Siedlungsverbesserungen sind viele verfügbar. Wir hatten eine neue Quest bekommen Ende der letzten Folge. Wir sollen ein Schrein des Asurian errichten. Was das bringt und bewirkt, zeige ich euch mal hier beispielhaft. Das ist, glaube ich, hier, Tempel des Asurian, Schrein des Asurian. Haben wir im Augenblick, können wir das noch nicht bauen, weil wir in Lothan, in unserer Hauptstadt, in unserer Provinzhauptstadt, im Augenblick keinen freien Slot haben. Deshalb geht das im Moment nicht, könnten wir dann also bauen und hätten dann die Quest schon erfüllt. Neben Vorteil, wichtiger Vorteil, eine Technologie wird freigeschaltet, die kulturelle Entwicklung, das Einfahrtstor ist quasi für einen ganzen interessanten Pulk von Technologien. So, aber jetzt, bevor wir mal in die Siedlungsverbesserung reingehen, kurzer Hintergedanke nochmal, ich hatte euch gerade schon mal darauf aufmerksam gemacht, in 5 Runden mit der Anrufung von Asurian, wenn wir uns die dann holen, ne, in 5 Runden möglich, können wir auch die Baukosten um 15% senken für alle Gebäude, für 5 Runden lang. Das heißt, wir sollten kurz vorher, vielleicht 2-3 Runden vorher, aufhören, Geld rauszuhauen für die Gebäude, damit wir dann lieber ein bisschen sparen. Bis dahin möchte ich vor allem Gebäude bauen, die gut sind für die öffentliche Ordnung, weil das sackt, die sackt schon sehr in die Tiefe ab und mit der wir weiter Geld bekommen. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, was uns da kurzfristig was bringt. Und das ist gut in... in Safiri. Da können wir hier in Torfino die Eisenmine bauen, also die Eisengrube auf Level zu einer Eisenmine, produzieren mehr Eisen, das kann man verhökern im Handel. Und dann haben wir noch, lass mich nicht lügen, wo das ist glaube ich hier im Westen. Genau, in Illyrion, in unserer neuen Provinz. Da können wir zum einen hier einen Weinberg in unserer Hauptstadt Tor Illyrum bauen, also den Obstgarten aufleveln, jede Menge Wein für den Handel, öffentliche Ordnung steigt außerdem. Und wir können in derselbigen Provinz, können wir im Bogenspann den elfischen Zimmermann upgraden zu einem elfischen Bildhauer. Weitere mehr Einkommen und den teuren elfischen Schmuck für den Handel. Jetzt haben wir nur noch 3.394 auf der hohen Kante. Wir haben im Augenblick einen Malus bei der... Also es ist besonders teuer, Einheit zu rekrutieren, deshalb denken wir gar nicht dran. Aber wir wollen ja auch erstmal in Gebäude gehen. Ich finde, wir haben genug Armeen im Augenblick. Was wir aber mal schauen könnten... dass wir mal schauen, wo wir einen Bevölkerungsüberschuss haben. Nee, wir gehen jetzt einfach alles mal der Reihe nach durch und schauen, wie wir die restlichen 3 eventuell noch verbraten können. Sinnvoll. Hier in Lothan haben wir 2 Bevölkerungsüberschuss, können also demnächst hier hochleveln. Und wenn wir hochgelevelt haben, dann bekommen wir hier, habe ich euch ja eben gezeigt, die Möglichkeit, den Schrein des Asurian zu bauen durch den extra Slot. Alternativ könnten wir den Bevölkerungsüberschuss verpulvern, hier oder hier in den Nebenprovinzen. Oder wir können hier mehr Wachstum, brauchen wir hier eigentlich nicht. Es ist schon hoch mit plus 34. Ein Wachturm im gleißenden Turm. Der gleißende Turm ist hier außen, wäre eine Möglichkeit. Könnten wir machen. Scheint mir im Augenblick aber nicht absolut zwingend, das hier zu erhöhen, also die Garnison zu erhöhen. Und wie gesagt, Wachstum brauchen wir auch nicht zwingend. Und wenn wir den hier ausbauen, den Turm von Lysian, einen weiteren Slot hier,
damit die Möglichkeit, Salz auszubauen und die Möglichkeit, noch mehr Einkommen zu bekommen hier, das wird schon Sinn machen. Das können wir machen und für den Ausbau verbraten wir allerdings beide Bevölkerungspunkte. Trotzdem, das könnten wir echt machen. Das behalten wir mal im Hinterkopf in Avaloren. Ein Bevölkerungsüberschuss gerade mal in Tor Saroir. Haben wir hier auch die Möglichkeit, mehr Holz zu produzieren, beispielsweise, oder mit dem neuen Bauslot, den wir bekämen, in die öffentliche Ordnung zu investieren, denn ja, wir haben hier einen Säulengang ausge in Gental. Wo haben wir denn die ganz großen Probleme mit der öffentlichen Ordnung? Die ganz großen Probleme haben wir nicht hier, sondern die haben wir in dieser Provinz hier. In Angerial. In einer Runde fertig, denn die Möglichkeit hier die öffentliche Ordnung auszubauen, das kostet auch. Wir warten mal ab. Ich baue nicht sofort aus. Wir warten mal eine Runde ab. Wir überspringen die Siedlungsverbesserungen. Und haben damit, glaube ich, fast alles gemacht, was wir machen müssen. Wir müssen uns noch um die Talismane kümmern. Wir haben einen Talisman erbeutet. Den bekommt unser Chef, finde ich. Tyrion. Der hat im Augenblick einen Glücksstein. Wir haben aber ein ganz cooles Teil hier, den Talisman, ungewöhnlich, den Talisman von Zaferi bekommen. Den holen wir uns, den geben wir ihm. Und der Glücksstein, der wandert stattdessen zu Bel-Ethanel. So machen wir das. Und ich glaube, das war alles, was wir in dieser Runde machen können. Genau, und Diplomatie schenken wir uns erstmal und klicken stattdessen mal auf eine Runde weiter. Na, der zieht wieder zurück. Das ist dieses Mini-Hochelfenreich im Norden, mit denen ich hoffe, irgendwann mal Handel treiben zu bekommen. Die greifen uns tatsächlich an in Adlertor. Wir sind militärisch überlegen, trotzdem, hier will ich nicht auf Nummer sicher gehen. Der Kampf findet leider außerhalb der Siedlung statt. Jetzt seht ihr mal so eine solche Torschlacht. Die hatten wir bislang noch nicht gesehen, wie die aussieht. Wir haben Seegarde von Lothar, 2 Stück Bogenschützen in der Garnison, ganz viele Bogenschützen, eine Kavallerie, die uns alle anderen Feinde vom Hals halten muss und noch eine Kavallerie. Shakara, ne, das ist der Feind. Die greifen vor allem mit Feindkämpfen an und wir haben hier unsere Siedlungsgarnison, die aber knapp. Ja, die hat eine ganze Reihe. Die ist nicht auf Vordermann ganz. Speerinfanterie. Jede Menge. Die Adlerklaue-Speerschleuder sind natürlich sehr cool zur Abwehr. Zweimal Schockkavallerie. Geschoss- und Speerinfanterie gegen große Feinde gut. Da sind keine auf der Gegenseite, die Bogenschützen, wie gesagt, und einen Edlern, einen einzelnen. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Bin mal gespannt. Leider sind unsere Truppszahlen mäßig, die sind alles andere als in vollständiger Besetzung. Aber trotzdem, ich bin mal optimistisch. Mit ein bisschen Glück erbeuten wir noch was Gold. So, eine Defensivschlacht. So sieht ein Tor aus. Sehr cool. Riesengroß. Große Mauer. Das müssen die erstmal knacken. Aus der Nähe. Sehr edel. Echt cool, was hier alles verbaut worden ist. Glänzende Steine. Schöne Brunnen. Eine Tiefgarage sogar. Eine große Treppe. Eine Prunktreppe, die hier hochführt. Sieht schon toll aus. Also eins muss man uns hochhelfen lassen. Geschmack haben wir. Und den dazu passenden, den damit einherkehrenden Dünkel ebenfalls. Also da muss der Feind erstmal reinkommen. Wie wird das Ganze verteidigt? Hier haben wir ein Pförtnerhaus. Das muss... Oh, schaut mal hier. Wie hübsch, ne? Cool.
Oh, wie hübsch das aussieht. Total nett. Da kann der Feind reinplumpsen. So, aber wieder rausgescrollt. Und jetzt wollen wir uns mal um das blutige Handwerk des Krieges kümmern. Wo positionieren wir wen? Sie haben zwei Tore, die wir verteidigen müssen. Eins da, eins dort. Der Feind kann im Prinzip auf zwei Seiten kommen. Wir sehen schon, wo der Feind steht. Eher rechts. Nichtsdestotrotz, die... Ich stelle mal alle unten erstmal hin und stelle die dann nochmal manuell oben hin. Dann packen wir uns... Feldartillerie haben wir zwei Stück. Kann ich nicht oben hin? Ah, das ist doof. Wo kann ich denn dann hin? Kann ich nur von unten hin? Kann ich von da oben im Bogen hochschießen? Das ist eine Frage. Die kommt ja oben nicht drauf. Weiß ich nicht. Wie weit kann ich denn überhaupt schießen? Gar nicht so weit. Dann stellen wir die mal in der Mitte auf, damit die ja so quer rüber schießt. Oder hier an die Seite. Ich weiß nicht, kann die hochschießen? Wisst ihr das? Je weiter wir die nach hinten stellen, desto ein größeres Gebiet können die abdecken. Ist das da hinten die Kavallerie? Bogenschützen, die werden von den Türmen dezimiert. Eine Feldartillerie stellen wir hier hin. Und dann stellen wir auf die Tore unseren Anführer hier oben aufs Tor. Ne, den stellen wir dahin, wo der Feind eventuell auf die Mauer draufklettert. Nämlich hier. Haben die Belagerungswaffen? Ich kann keine sehen. Dann stellen wir noch einen Speerträger hier hin. Positionieren erstmal die Bogenschützen. Die können weit feuern. Geschoss- und Speerinfanterie. Die können also auch hier alles abdecken. So machen wir das. Die stellen wir hier links hin. Wir stellen einen Speerinfanterie. Einmal Speerträger hier oben drauf. Das reicht eventuell sogar schon. Und ein Speerträger-Trupp daneben. Ne, die Bogenschützen werden nicht hochklettern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann werden die vernichtet. So ein Anführer genau in die Mitte, falls sie versuchen, durch das Tor durchzupreschen. Falls sie versuchen hier durchzukommen, kommen die in einen Trichter. Wenn die von allen Seiten angegriffen.
bist du? Die positionieren wir schon weit vorne. Kommen dahin. Die stehen bereits da. Die Schockkavallerie, eine hier, damit die raus und die fliehenden Feinde eventuell angreifen kann. Oder wir positionieren die am anderen Turm, lassen die frühzeitig rauslaufen und den Feind von hinten angreifen. Das scheint mir sogar noch cleverer zu sein. Das machen wir. Genau, so machen wir das. Bogenschütze hier. Hm. Den Bogenschützen da stellen wir hier oben hin. Die stellen wir beide hier oben hin. Aufs Tor drauf. Weil die werden Richtung Tor laufen, denke ich echt. Torwache, Torwache, Torwache. Und einen? Das sollte eigentlich reichen. Ich glaube, die hier, die stelle ich sogar hier hinten hin mit dazu. Alles klar, so machen wir das. Gegen die Stadt vor, mein Herr. Die wollen natürlich mehrfach Beschuss machen. Boah, was für ein Anblick. Macht die Kavallerie da vorne. Ich muss überhaupt nicht eingreifen. Ich muss überhaupt nichts tun. Gehen hier mal rüber. Können wir das Tor öffnen? Ich würde gerne mit denen hier rausreiten. Geht das Tor automatisch auf? Ja. Hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Hinten flüchten schon die ersten Feinde. Lass ich mal reiten.
Unsere Leute werden langsam müde. Die hat überhaupt keine Strategie. Die Gegnerschaft hier. Schlachten. Krass, echt. Einzeltrupp Bogenschützen versucht mit Leitern hier hochzuklettern. Wie soll denn das funktionieren? Mann. Also, das war heftig. Merke, für einen Spieler wäre das schon schwer gewesen, diese Schlacht erfolgreich durchzuführen über die KI. Hoffnungslos überfordert damit. Aber andererseits, hätte es einer von euch gepackt? Als KI-Kommandant so eine Schlacht zu packen? Ich glaube nicht. Beute? 510? Verloren? 273? Haben wir 273 Männer verloren? Ich glaube, die hier als... die werden uns hier angezeigt. Die schwarzen, die kleinen schwarzen Teilbalken, die vorher schon gefehlt werden als Verluste in der Schlacht. Das ist ja irgendwie ein Fehler, oder? Oder sind wir das hier? Shakara? Nee, das ist das blaue Balken. Wir sind die Siedlungsgarnison. Alles klar, ich dachte schon. 18 verloren. 18 verloren. Welche Möglichkeiten haben wir? Mehr Schatzkammer? Schneller die Leute auffrischen. Das könnten wir machen. Gefangene hinrichten, jede Menge Einheiten, Erfahrung für unsere Garnison. Einheiten mehr verstärkt, sich den Kriegern stellen. Um 5% Verstärkung. Achso, und das bedeutet, dass unsere Truppen sich langsamer verstärken. Das möchte ich nicht. Wohl, was kann da schon passieren? Oh, 5 Runden lang, minus 5%. Wir werden den Feind ja ohnehin wegfegen. Also die Schlacht war ja leicht geholt, hinterlässt so ein leicht unbefriedigendes Gefühl bei mir. Weil das war zwar irgendwie nett anzuschauen, aber das war irgendwie ein Kinderspiel. Ich hätte nichts machen müssen. Selbst das Rausziehen der Kavallerie hätte ich mir im Prinzip auch schenken können. Unser Nachbarn im Osten, die Uvres. Haben wir wieder Probleme mit ihren Nachbarn, mit denen sie im Krieg sind. Die Skellinger. Die Unruhe der Einwohner wird gefährlich. Bald werden sie gegen euch zu den Waffen greifen. Handelt rasch, um sie niederzuschlagen oder zu besänftigen. Wir haben den Talisman von Lück gemobst. Von unseren Gegnern. Und damit eine Fähigkeit, Talisman von Lück. Damit kann man sich selber zu einem besseren Kämpfer machen. Zeitweilig. Ja, das schauen wir uns aber alles dann später an. Noch einen Blick hier zu dem Tor rüber. Und da hat der Gegner uns sich selbst geschwächt. Wir können jetzt rüber marschieren in das Land von Tiranok. Das ist die einzige Armee, die da irgendwo im Norden stand.
Die ist jetzt... Die hatte wie viele Einheiten vorher? 7 oder 8? Jetzt sind es nur noch 3. Heftig. Heftig, heftig, heftig.